Yakutaster.com, Folge 2036. Und das sind jetzt Mozartkugeln. Und zwar von GD Cross, einem Lidl-Label für Schokolade. Genau, es gibt ja so offizielle Produzenten von Mozartkugeln. Beziehungsweise auf so einem Wikipedia-Artikel waren die alle mal aufgelistet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die jetzt auch zu diesem Kreis zählen oder nicht. Es kommt nicht original aus Österreich oder so, sondern aus Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt. Genau, hier die Zutaten. Ja, stopp, wenn es euch interessiert. Das Zeug besteht aus 41% Zucker. Gut, jetzt sind hier die Kügelchen. Ja, sieht ganz nett aus, oder? Was sagt ihr? Ja. Genau, stecke ich mir mal eine in die Gusche. Das schmeckt gar nicht mal so schlecht. Was sag ich denn dazu? So, gut. Also es gefällt mir sehr gut, das Zeug. Schöner Nougat-Geschmack. Ich würde sagen, die sind ein bisschen voluminöser. Zumindest als diese einen, diese Reber. Tut mir leicht zu vor. Bisschen auch leicht rauchig, aber das ist nicht weiter schlimm. Ja, offenbar hat man es hier versäumt, dass man, es gibt ja diese regionale Herkunftsbezeichnung, zum Beispiel bei Spreewälder Gewürzgurken oder bei Camembert. Oder ist es bei Camembert, weiß ich nicht. Für einige Produkte dürfen nur aus einer bestimmten Gegend kommen. Und ja, offenbar ist das bei Mozartkugeln nicht der Fall. Das kann jeder bauen. Ich meine, ist ja auch gut so. Ich bin dafür, freier Wettbewerb. Win. Auf alle Fälle. Was hat jeder davon? Ich glaube, Mozart, das ist jetzt die Ironie des Jahrhunderts. Ich glaube, Mozart war nie in Halle. Aber der Johann Sebastian Bach war doch dort, oder? Das gucke ich mal nach. Das will ich jetzt wissen. Also der gute Johann Sebastian Bach war 1729 in Halle und hat dort jemanden namens Georg Friedrich Händel getroffen, welcher auch ein bekannter Komponist ist, ein deutsch-britischer Komponist, okay. Jetzt gucke ich nochmal Mozart. Okay, und der Herr Mozart war nie in Halle, jedenfalls findet sich das Wort Halle nicht im Text von seinem Wikipedia-Artikel. Kann ich den Wikipedia-Artikel editieren und Halle hineinschreiben? Nee. Egal, das konnte man früher mal, ne? Ja. Gut, also das müsste eigentlich Bachkugeln oder besser noch Händelkugeln heißen. Aber das würde wohl kaum ein Lidl-Kunde dann noch verstehen. Gut. So, these are now Mozart balls. And they're like official ones, which are from the Austria region, Salzburg, and also like a neighboring city called Bad Reichenhall. But these are now from completely somewhere else. These are from state called Saxony-Anhalt. So, and the funny story is, so,
we have this Austrian composer from Salzburg, and we have the company here, the Halloran Chocolate Factory from Halle. And Halle was actually the place where a guy called Georg Händel was a composer. So this should be the Händel balls and not the Mozart balls. But this would be too much, I think. So there are only Mozart balls. I argued this in a different episode, whether there should be more prominent people having balls. Never mind, it's a good clone. I kind of like it. I think it's much cheaper than the other stuff, and it's tasty, and you can get it in a Lidl, and so on and so forth. So it's a win. Okay, don't ask me whether they get into the official, like, whether the official Mozart ball producers want to have to do something with them, or whether they ignore it, I'm not sure. Otherwise, that's it. Thanks for watching.